Hallo, ihr Lieben, da ist er wieder mal, euer Uwe. Schon länger her, ne? Also es sind jetzt, ja, also locker fast 2 Wochen seit dem letzten Video. Aber in der Zeit hat sich ein bisschen was getan und ihr könnt das auch so sehen, wenn ich jetzt so ein bisschen schwenke, Entschuldigung, wenn es wackelt. Aber ihr habt jetzt hier so meine Rumpelkammer jetzt kurz vor euch. Ihr habt hier nochmal meine Klamotten. Da habt ihr schon Koffer, die gepackt sind. Hier steht noch eine Tasche, die mit Klamotten gepackt ist für den Container. Da ist also noch so ein bisschen noch was zu tun. Auf dem Schreibtisch ist also noch alles da. Regale sind leer. Und was könnt ihr daraus schließen? Dass der Uwe bald fliegt. Ja, so. Und wenn euch interessiert, wann das jetzt genau ist, wie das alles abläuft, dann solltet ihr dranbleiben. Ja, ihr Lieben, so, da habe ich mich auf meinen Sessel gesetzt hier, bequem. Und jetzt erzähle ich euch mal so ein bisschen, was es so Neues gibt. Ihr habt ja gerade gesehen im Einspann vom Video, im Anfang, dass ich hier so eigentlich fast auf gepackten Koffern sitze. Denn es war ja geplant, dass ich jetzt hier relativ zügig die Dominikanische Republik verlasse. Mein Plan war eigentlich gewesen, nächste Woche Mittwoch mit der Air France zu fliegen. Aber das hat sich geändert. Denn ein lieber Freund von mir, der Dominik aus der Schweiz, der hat gestern mit seiner Freundin Stunden verbracht, um mir einen Flug zu besorgen. Und vielen, vielen Dank an Dominik, dass er das gemacht hat. Also Wahnsinn. Er hat mir also gestern einen Flug gebucht. Und somit fliegt der Uwe jetzt am Samstag, also übermorgen, erstmal Richtung Schweiz. So, deswegen wisst ihr, jetzt ist es alles hier hinter mir schon so gut wie präpariert. Und bin auch schon ein bisschen nervös, denn die Schweiz, wisst ihr ja, hat Quarantänebestimmungen und da muss ich gucken, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Zur Not muss ich 10 Tage in der Schweiz meine Quarantäne absitzen. Wird aber auch nicht das Problem werden. Ansonsten werde ich, wenn alles klappt, irgendwo am Sonntag dann in Deutschland eintreffen und werde mich dann auch gleich mit dem André treffen. Und wir werden dann vermutlich dann auch Sonntagabend dann einen kleinen Livestream machen, also spätestens Montag, weil ich mache das dann gleich weg mit André, die Besprechung, die ich machen muss wegen Let's Dive Together und verschiedenen anderen Projekten. Also wenn ich schon da bin, dann wird das alles auch gleich besprochen. So. Danach geht es dann zu meinen Eltern und da wird Geburtstag dann gefeiert von Papa und Mama und dann Mitte August ist geplant, dann in Spanien zu schauen, wie es dort weitergeht. Denn Mitte September soll ja die Interdive stattfinden in Friedrichshafen. Und wenn das alles klappt, möchte ich natürlich bis dahin dann schon konkret was haben, wo ich also dann Leuten, die anfragen bei mir, dann auch direkt sagen kann: So, da bin ich, da mache ich, da könnt ihr buchen und fertig ist. So, das soll also bis Mitte September alles durch sein. Wie sieht es hier aus? Der Container ist geplant für auch Anfang Mitte September zum Verschiffen. Alex muss hier bleiben bis Ende September wegen seinem Hund. Und der muss also die ganze Arbeit machen mit dem Container. So, der arme Kerl. Wir haben also gestern gesessen, den ganzen Tag in unserer Tauchschule. Da sieht es aus, als hätte eine Bombe reingeknallt und haben schon Kisten gepackt. Die müssen nummeriert werden, die müssen beschriftet werden, da müssen Listen gemacht werden. Also das ist eine Wahnsinnsarbeit. Da muss ja jeder Kugelschreiber aufgeschrieben werden. So ist das, ne? Also da geht es voran. Und das nächste Video von mir wird vermutlich dann aus Europa sein. So, wer noch ein bisschen mehr hier über die Domrep wissen will, der muss jetzt hier dranbleiben. Da gibt es jetzt noch ein paar Informationen über die Dominikanische Republik, was hier passiert ist. Denn mein letztes Video war ja, vor fast 2 Wochen. Und da habe ich euch ja erzählt über den Notstand der Epidemie und dass der Gesundheitsminister die ausgerufen hat. Und am selben Abend kam dann der Gegenruf und es wurde alles geöffnet. So, also am selben Abend wurden die Ausgangssperren aufgehoben und man durfte machen und tun, was man wollte. Die Dominikaner haben das gleich genutzt und haben natürlich auch schön
Party gemacht und gefeiert. So, warum? Weil natürlich die Präsidentschaftswahl anstand, jetzt hier letzten Sonntag. Und da wurde auch fleißig gewählt. Man hat ja noch mal eine Woche Zeit zum Wahlkampf. So, gewählt wurde ein neuer Präsident, Abinader, der der Weißen Partei angehört. Die Lila Partei, die 16 Jahre ja an der Macht war, so, wurde also abgelöst. Wir hatten ja zwei Dekaden Leonel und zwei Dekaden Danilo. Also Danilo musste eh gehen, weil seine Wahlperiode war vorbei. Und der neue Kandidat konnte sich nicht bei der Bevölkerung etablieren. Denn die Bevölkerung, klar, die war wieder mal unzufrieden und wollte eigentlich jetzt einen neuen Präsidentenwechsel. So. Wer sich aber noch erinnern kann, was die Dominikaner schwer können, der weiß, ich zum Beispiel weiß, dass das letzte Mal, wie die Weiße Partei an die Macht kam, das war irgendwo um das Jahr 2000, 2002, da wurde sehr stark propagandiert durch Peña Gómez, den damaligen Präsidentschaftskandidaten, dass die Europäer das Land zu verlassen haben oder enteignet werden sollten, weil er hatte im Wahlprogramm, dass die Dominikanische Republik wieder zurückgegeben werden sollte an die Dominikaner. Peña Gómez ist damals verstorben an Krebs und der neue Präsidentschaftskandidat damals war Hipólito Mejía. Und Hipólito hat es geschafft, in seinen 4 Jahren Amtszeit, denn länger war die nicht, das Land, ich sage es jetzt mal sehr krass, zu eliminieren. Er hat also die Wirtschaft eigentlich in den Boden getrieben und das Land wurde extrem arm. Also die Benzinpreise sind 200-300% gestiegen und so weiter und so fort. Also die 4 Jahre mit Hipólito waren nicht unbedingt die glücklichsten Jahre der Dominikanischen Republik und das Volk wollte dann nach 4 Jahren dann auch wieder einen Wechsel. Und das war die Zeit, wo Leonel Fernandes dran kam und dann alles wieder ein bisschen aufgepäppelt hat. Also die letzten 16 Jahre mit der Lila Partei, kann ich jetzt persönlich sagen, waren relativ konstant. Klar hat man Währungsschwankungen, klar wurde der Peso weniger wert im Verhältnis zum Dollar, zum Euro. Aber das Land war relativ stabil. Korruption, Leute, Korruption in solchen Ländern hat man immer, ist vollkommen egal. Das Problem, was ich jetzt natürlich sehe, ist, dass die neue Partei, die Weiße Partei, alle Ämter neu besetzt, das ist logisch. Und wenn Ämter neu besetzt werden, wird natürlich erstmal geguckt, wo man Geld abgreifen kann. Das ist nun mal so. Die Lila-Partei war 16 Jahre dran. Da wurden alle Ämter über lange Jahre besetzt von Familienmitgliedern, Bekannten, Freunden, Verwandten, wie das also ist. Und die haben sich alle reich gemacht. So, also da war die Korruption immer noch da, selbstverständlich, aber weniger. Jetzt kommt eine neue Partei. Jetzt werden neue Ämter vergeben. Jetzt wird die Familie irgendwo eingesetzt in neue Führungspositionen. Und da sucht man natürlich erstmal die Möglichkeit, wie man das beste Geld scheffeln kann. Das ist aber normal, das sind korrupte Länder und wir nennen es wirklich noch Korruption und ihr da drüben, ihr nennt es ja Lobbyismus, aber im Grunde genommen ist es genau das Gleiche. Ja. So, irgendwo wird versucht, Geld zu bekommen. So, das ist also passiert. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass durch diese Freiheit, die dann auf einmal wieder war, extreme Corona-Zahlen hier aufgerufen werden jeden Tag und man wieder diskutiert über einen neuen Ausnahmezustand und ich hoffe, dass der nicht eintrifft, bevor ich hier ausfliege, aber ich hoffe also Samstag bis dahin ist das alles noch relativ normal. So, das sind so die Neuigkeiten jetzt hier, was hier so gerade passiert ist und wie ich eben schon sagte, ich denke mir das nächste Video wird dann aus Europa kommen, aus Deutschland. Und zuvor wird vermutlich dann aber auch noch ein Livestream kommen mit meinem Freund André Krieger. Es kann passieren, dass der sein wird am Montag oder Dienstagabend oder vielleicht am Sonntag schon. Keine Ahnung, werden wir sehen. Wir werden das auf jeden Fall aber publizieren. So, ihr Lieben, das war mal wieder ein Update aus der Dominikanischen Republik. Vermutlich das letzte. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.